Ja, das ist jetzt eine Premiere. Das ist der erste Trippelbericht, den mir einer von euch geschickt hat. Da bin ich sehr dankbar für, weil ja, das ist natürlich wesentlich angenehmer, als die englischen Berichte zu übersetzen. Vor allem habe ich da jetzt ja quasi einen Bezug zu, weil ich weiß, das ist einer von euch und ich hoffe, derjenige freut sich auch und ist auch zufrieden mit meiner Vertonung dann im Endeffekt. Also nochmal danke an denjenigen. Also, dann fangen wir mal an. Urlaub unter Einfluss. Von Joachim. Einleitung. Ich möchte in diesem Bericht vom Trip im Trip berichten. Etwas, das meiner Erfahrung nach tatsächlich immer wenig eine Rolle bei Trip-Berichten spielt. Trippen im Urlaub. Genauer beschrieben geht es bei mir um eine längere Südostasienreise mit einem guten Freund nach dem erfolgreichen Abschluss meines Studiums. Ich möchte dabei sowohl auf einzelne Erfahrungen mit verschiedenen Substanzen eingehen, als auch den Urlaub als Setting und Set an sich in den Vordergrund rücken. Als Reisender begibt man sich in eine Art Rolle, ähnlich der Rolle eines Schauspielers. Bei mir ist es so, dass dieser Schauspieler dann weniger Hemmungen im Alltagsverhalten an den Tag legt, da man weniger soziale Konsequenzen zu befürchten hat. Diese Einstellung sollte noch zu verschiedenen Zeitpunkten ihre volle Tragweite entfalten. Ich schreibe diesen Bericht jetzt einige Jahre nach der Erfahrung. Mein Reisetagebuch gibt mir allerdings genug Anhaltspunkte, um meinen Erinnerungen eine Form zu geben. Hintergrund. Eine kurze Beschreibung von der Beziehung zu meinem guten Freund, da wir fast jede Erfahrung miteinander gemacht haben und die volle Dynamik erst durch unsere diametrale Beziehung entfaltet wurde. Wir kannten uns seit früher Schulzeit und waren seitdem befreundet, aber haben erst so richtig nach der Schulzeit zueinander gefunden. Der anziehende Faktor bei uns beiden war unsere Art, bei allen Dingen bis ans Äußerste zu gehen, um den meisten Spaß aus den Dingen zu ziehen. Wir wohnten recht nah beieinander und in den letzten Stufen meines Studiums, in welchen ich erst in die Welt der Drogen eintauchte, durchlebten wir viele Abenteuer. Besonders in der freien Natur. Von Cannabis über Pilz und LSD in der Natur bis zu MDMA und Alkohol auf Partys und kleineren lokalen Festivals teilten wir viele Erfahrungen. Wir führten dabei sowohl nüchtern als auch berauscht immer sehr tiefgehende Gespräche, in welchen unsere verschiedenen Einstellungen und Weltansichten des Öfteren kollidierten. Diese Konfrontationen verstärkten das Band der Freundschaft. Wir beide wollten schon länger zusammen eine größere Reise unternehmen und da viele andere Planungsversuche mit anderen Freunden fehlschlugen, entschieden wir uns, eine Reise nur zu zweit zu unternehmen. Den Ort wählten wir aufgrund von drei Faktoren aus. Wir wollten ein Abenteuer erleben, dazu gehörte die Möglichkeit der Beschaffung von verschiedensten Drogen und außerdem eine neue Welt entdecken. Es musste in einem günstigen preislichen Rahmen liegen. Es musste zwischen Europa und Asien liegen. Mein Freund arbeitete derzeit in Asien und ich schloss gerade meinen Bachelor in Deutschland ab. Gesagt, getan, planten wir die Reise einige Monate im Voraus für den Sommer. Südostasien sollte es werden. Von der Zeit meines Abschlusses bis zum Beginn des Urlaubs hatte ich viel Freizeit, da ich mich nicht wirklich um einen Job gekümmert hatte und in einem lukrativen Nebenjob hin und wieder arbeitete. Ich bewarb mich für mehrere gute Universitäten im Ausland und wollte im Herbst weiter meine akademische Laufbahn verfolgen. Direkt den Rest meines Lebens in einem Unternehmen zu verbringen, konnte ich mir nicht vorstellen. Diese Freizeit entführte mich tief in das Wunderland der Drogen. Ich ging ein paar Mal mit Hilfe von MDMA, Keta und Hasch auf Techno feiern, fing an in einer ungesunden Regelmäßigkeit Gras zu rauchen und machte allerhand Unternehmungen mit Trip-Terminen. Alkohol wurde natürlich zu gegebenen Anlässen auch getrunken. Trip im Trip. Ich rauchte meinen letzten Joint in der Küche, checkte mit dem Hintergrundrauschen des Dunstabzuges unsere Reservierungen besonders sorgfältig, packte meine in den Vortagen mit Vorsicht gepackten Rucksäcke und machte mich auf den Weg zur Bushaltestelle. Mich beschlich das Gefühl, dass dieser Urlaub eine Art Abschluss der letzten wilden Monate sein würde. Ich hatte vergangene Urlaube immer minutiös geplant, um alle historischen und kulturellen Eigenheiten der Urlaubsziele, an denen ich immer sehr interessiert bin, einatmen zu können. Ich hatte auch dieses Mal viel geplant, aber mir war jetzt schon bewusst, dass es unsere Dynamik nicht erlauben würde, Dinge vorhersagen zu können. Im Flieger hatte ich durch eine Verkettung von Zufällen eine ganze Sitzreihe für mich und schlief mein High mit einem Hörbuch im Ohr aus und wachte auf, als mich eine Flugbegleiterin auf Englisch darauf hinwies, dass gleich die Zwischenlandung vonstatten gehen würde. Mein Freund und ich werde ihn im Weiteren Martin nennen, hatten vor, uns in ein paar Tagen an einem Flughafen in Bangkok zu treffen. Ich kam aus Deutschland und er aus Zentralasien. Nach einem weiteren Flug erreichte ich Bangkok. Ich hatte noch einige Tage allein, bevor wir unsere gemeinsame Reise antreten würden. Ich unterhielt mich im Bus, der in die Innenstadt fuhr, mit einer Belgierin.
Sie war schon länger auf Reisen. Knapp eine Stunde tauschten wir uns aus und ich merkte, dass ich zwar noch auf derselben Erde war, aber eine andere Welt betreten hatte. Auf den Straßen war die Luft feucht, dicht und voller ungewohnter Geräusche. Das Rumpeln von Tuk-Tuks und schlecht gewarteten Autos war der Hintergrund zu den lauten und leisen Gesprächen und dem Getümmel der Menschen. Ich war angekommen. Die unterschiedliche Kultur war geprägt von fremdem Verhalten, welches sich mir nach und nach erschloss. Ich erkundete einige Tage die Stadt und genehmigte mir abends immer mehrere Biere. Die Belgierin sah ich wie durch einen Zufall abends an einem unseriösen Reisebüro wieder und wir verbrachten einen Abend im Nachtleben. Mir fiel auf, dass die wirklich radikal anderen Wetterbedingungen bei mir einen anderen Alkoholrausch auslösten, als dies zu Hause der Fall war. Ich war stärker enthemmt und mein Durst kam schneller wieder auf, während mein Bewusstsein schärfer zu bleiben schien als daheim. Ich war komplett unbedarft in dieser fremden Stadt, aber mein Kopf war ein guter Pilot und mir gelang es ohne Probleme immer wieder erfolgreich, auch ohne Datenvolumen auf dem Handy durch eine Stadt zu navigieren, die oberflächlich im Aufbau mehr an einen Ameisenhaufen erinnerte als an ein Schachbrett. Martin und ich trafen uns am heruntergekommenen Flughafen und stießen auf unsere Zusammenkunft an. Wir hatten uns lange nicht gesehen und unterhielten uns über asiatische Kulturen und unsere anstehende Reise. Unser erstes Land, in dem wir länger bleiben sollten, war Kambodscha. Während wir tagsüber verschiedenste Orte erkundeten, trieben wir uns nachts im Nachtleben herum oder rauchten Gras und tranken Alkohol in einem entspannten Ambiente an interessanten Orten. Wir hatten von Tag 1 keine Probleme, Gras zu kaufen. Es war eher eine Art von Buschgras. Die Wirkung war ganz anders als von den gewohnten, hochgezüchteten Sorten in Europa und das wurde mir zu diesem Zeitpunkt erst bewusst. Durch die sehr hohe Lufttemperatur mussten wir es immer zuerst nochmal trocknen. Es machte uns beide angenehm high, ohne zu verklatscht zu sein. Unsere Munchies waren das atemberaubende, schmackhafte lokale Streetfood oder erfrischende Shakes aus allen möglichen bekannten und unbekannten Früchten und vieles mehr. Der Alkohol gehörte meistens dazu und so teilten wir uns entweder eine Flasche Whisky oder tranken einige Biere. Irgendwann kamen Zigaretten dazu. Anfangs brauchten wir den Tabak und im längeren Verlauf unserer Reise wurde schon fast ein Meme, wie viele Zigaretten wir rauchten. Man muss dazu festhalten, dass wir beide eigentlich komplette Nicht-Tabakraucher waren und sonst immer pur unser Cannabis genossen. Die Zigaretten waren für uns immer eine willkommene Pause von dem Treiben des Abenteuers, dämpften den Appetit und halfen mir sogar dabei, mein extremes Schwitzen in den klimatischen Bedingungen herunterzufahren. Jeder Sonnenuntergang verwandelte sich unter diesen Umständen immer wieder zu einem nie zuvor gesehenen Feuerwerk an Licht- und Schattenspielen, der Trip im Trip. Unser Hunger nach Rausch erreichte seinen ersten Höhepunkt, als wir einen spontanen, mehrtägigen Ausflug auf eine Insel unternahmen. Da verschiedene Medikamente nicht verschreibungspflichtig in Kambodscha sind, was wir vorher auch genau wussten, deckten wir uns vor dem Ausflug mit einer nicht geringen Menge an Alprazolam und Codein ein. Wir hatten beide wenig Erfahrungen mit beiden Substanzen und unser gemeinsames Interesse an US-amerikanischem Rap entfachte die Neugier erneut. Es war spottbillig und wir schlossen das darauf zurück, dass es wohl schwächere Generika sein mussten und an dem Tag, bevor wir auf die Insel schipperten, probierten wir das Alprazolam aus. Eine Tablette hatte 0,5 Milligramm Wirkstoff und wir spürten jeweils die ersten zwei mit einem lokalen Bier runter. Da es an dem Ort vor der Insel nichts zu entdecken gab, verbrachten wir den halben Tag am Strand in einer Bar und scherzten, dass wir beide nichts merken würden. Das war definitiv nicht der Fall. Wir legten jeweils zwei nach, zahlten unsere Rechnung und liefen zurück zu unserer Baumhausunterkunft. Wir legten uns in die gemütliche Freiluftlobby unter einem Holzdach und lagen herum und erzählten verschiedenste Dinge. Wir waren mega entspannt und lachten sehr laut. Wir merkten auch nicht, wenn andere Leute vorbeiliefen. Wir rauchten uns noch einige Joints ohne jede Paranoia, bis eine starke Müdigkeit über uns kam und wir uns in unser Baumhaus zurückzogen. Wir weckten uns gegenseitig am nächsten Tag auf verwunschene Weise aus unserem Dornröschenschlaf am späten Vormittag auf, nahmen das Nötigste in einem Rucksack mit und machten uns auf den Weg zur Insel mit einer Fähre. Das Event der Woche sollte eine sogenannte Moonshine-Party auf der Insel werden. Wir organisierten von einem Barbesitzer ein paar MDMA-Bomben, um dem Ganzen noch die richtige Magie zu verleihen. Wir hatten schon immer ein Händchen dafür, an den ungewöhnlichsten Orten Drogen aufzutreiben. Wir warfen uns die Bomben ein und machten uns auf den Weg zur Örtlichkeit. Kurz gesagt, die Party war ein Flop und hatte das Antlitz einer Touristenfalle. Während bei Martin das MDMA lediglich eine starke Entspannung und Empathie aufbaute, konnte ich mir nicht verkneifen, auf einer halbleeren Tanzfläche mit halbguter Musik stundenlang zu tanzen.
Ich hatte starke Freude dabei und die Freiluftatmosphäre hatte einen ganz anderen Reiz als die beklemmenden, anrüchigen Tanzschuppen in Deutschland. Salzluft vom Meer in der Lunge, das Licht des Vollmonds auf der Haut in Kombination mit stimmiger Beleuchtung und Bomben im Magen. Auf MDMA waren mir diese ganzen alkoholfeiernden Menschen fremd. Nachwirkungen hatte ich keine und wir waren beide noch bis in die Morgenstunden auf und rauchten uns runter. Direkt am nächsten Tag hatten wir, aus mir unerklärlichen Gründen, beschlossen, Codein zu uns zu nehmen. Das durfte laut Rapmusik genauso wenig fehlen wie mehrere Flaschen Sprite. Ab hier werden unsere beiden Erinnerungen verschwommen. Wir haben zusammen einen ganzen Blister geleert, aber ich kann leider nicht nachvollziehen, welche Dosis es war. Wir trafen am Strand im kompletten Chill-Modus zwei Engländerinnen und es fiel mir nicht schwer, beide zu überzeugen, heute Abend mit uns zu essen. Mir selbst kam mein Englisch sehr träge und langsam vor. Gleichzeitig sorgte ich mich weniger um die Aussprache und hatte jetzt schon einige Wochen viel Englisch gesprochen. Das anstehende Treffen war der einzige Antrieb, uns aus unserer drogeninduzierten Trägheit zu wecken. Wir trafen die beiden an einer Art Freiluft-Fischrestaurant und aßen ausgiebig und tranken dazu Bier. Die Bestellung kam uns wie selbstverständlich über die Lippen und in dem Moment war uns beiden nicht bewusst, dass Alkohol ein großer Fehltritt war. Zumindest in der Menge, in der wir ihn tranken. Das Essen weitete sich aus zu einer Kneipentour auf der doch recht bescheidenen kleinen Insel. Ich merkte in der zweiten Bar, dass ich einen Gang zurückschalten musste. Das warme Gefühl des Codeins durchströmte zwar meinen Körper und ich fühlte mich wollig warm, anstatt überhitzt bei diesen hohen Temperaturen zu sein, dennoch fühlte ich eine leichte Übelkeit im Magen. Zurück in unserer Hütte auf einem Hügel musste ich mich in der Nacht erbrechen und hatte gelinde gesagt auch Verdauungsprobleme. Wir lachten beide darüber, denn das Codein verhinderte diese Situation ernst zu nehmen. Wir redeten uns ein, dass der Fisch schlecht gewesen sein muss, was nicht unwahrscheinlich war. Es fuhren immerhin mit Schweröl betriebene riesige Schiffe in der Bucht und die Fische sind daran bestimmt nicht spurlos vorbeigeschwommen. Das Zentrum unserer Reisen in Kambodscha war die Hauptstadt des Landes. Hier waren wir manchmal in einem ranzigen Hotel für eine Nacht und ein anderes Mal in einem modern eingerichteten Apartment. Eines Abends rauchten wir uns so hoch, dass wir am nächsten Tag dachten, wir wären kurz davor, unseren Transfer zurück zur Hauptstadt zu verpassen. Tatsächlich war dieser erst am Folgetag gewesen. Wir organisierten uns auf dem Soziusplatz zwei Motorradfahrer und eilten zu dem Transfer und mit diesen in die Hauptstadt. Als wir noch mit stark geröteten Augen vor der Rezeption in der gebuchten Unterkunft standen, machte uns diese klar, dass wir erst ab morgen das Apartment haben könnten. Wir kamen in einem ranzigen Hotel unter. Wir wollten das Geschehen vergessen und entschieden uns, eine kambodschanische Spezialität zu probieren. Happy Pizza! Das ist mit Gras induzierte Pizza. Man kann sie in verschiedenen Stärken bestellen. Da wir, was Gras und die Produkte daraus anging, so ziemlich alles durchgemacht hatten, fragten wir, ob wir die stärkste Pizza mit Extrakt haben könnten. Die Kellnerin lachte, aber nahm unsere Bitte sehr ernst, wie wir einige Stunden später bemerkten. Kurz gesagt, ich war bis zu diesem Zeitpunkt noch nie so high und denke, dass ich es auch nie wieder sein werde. Wir aßen die Pizza vormittags, als wir ankamen und verbrachten den halben Tag im Hotelzimmer und wurden in unsere Betten gepresst. Wir hatten beide interne Halluzinationen, was bei uns beiden keine typische Wirkung des grünen Goldes war. Nach 5 Stunden und sehr viel Angelächter kamen die Munchies und wir begaben uns auf den örtlichen Markt und schlemmten die verschiedensten Streetfood-Spezialitäten. Nichts konnten wir auslassen. Beim Schlendern am Markt sahen wir ein Hostel für junge Reisende und beschlossen, dass wir versuchen mussten, unser Dauerheim mit Alkohol anzugreifen. Wir trafen auf eine Gruppe EngländerInnen, spielten Pool und landeten am Ende noch in einer Art Rooftop-Club. Wir tauschten den immensen THC-Rausch mit Ethanol aus. Ich war morgens noch sehr high, aber es war eben kein gepresstes High mehr, sondern das schöne Rauschen des Grases. Wir nahmen noch ein paar Mal Xans, um die Blister zu leeren, bevor es nach Vietnam ging. Dort war die Drogenpolitik im Süden des Landes deutlich restriktiver. Diesmal fiel die Wirkung stärker aus und wir waren in der Hauptstadt unterwegs und fühlten uns wie unantastbare Könige. Wir konnten alles und taten es. In Vietnam rauchten wir nicht mehr. Es gab zwar in den größeren Städten ein Angebot, aber das war mehr als mies und uns für die Art von Gras zu teuer. In Kambodscha zahlten wir 2 bis 3 Dollar pro Gramm und hier war es das 3 bis 4-fache. Dafür rauchten wir durchgehend Zigaretten, ob in Zügen, Hotels, Restaurants, Bars oder der Hitze des Strandes. Wir reisten nochmal sehr viel durch Vietnam und erkundeten die größeren Städte wie auch kleinere Dörfer. Wir reisten mit dem Zug in den Norden Richtung Hanoi. Wir organisierten uns in dieser Zeit Diazepam und nahmen es hin und wieder in für uns größeren Dosen. Ich fand es subtiler als Alprazolam. Ich hatte mehr Drang, mich zu bewegen und Dinge zu erleben und die Trägheit, die ich durch das Alprazolam erlebt hatte, kam nicht vor.
Es hatte eine gute Qualität und wir genossen es. Nicht nur, weil wir unsere teilweise von den vielen Reisen geschundenen Körper entspannen konnten, es gab uns auch eine Art soziale Energie, uns mehr in die Masse zu fügen. In den Bus- und Zugreisen stellte es uns still und wir konnten trotz teilweise auftretender Platzprobleme gut erholen und entspannen. Was wir realisierten, als wir völlig auf Diazepam in Hanoi mit dem Flugzeug landeten, war trivial, aber das erste Mal Thema im Gespräch. Wir schlugen wirklich mit unserem Rauschverhalten über die Stränge. Wir genossen beide die Freiheit von Urteilen von anderen und den vielen verschiedenen Pflichten des Alltags. Dennoch machte sich eine Stimmung breit, dass in Hanoi unsere Reise enden würde und damit auch unsere Reise ins Wunderland der Drogen. Ich würde ein Studium im entfernten Ausland beginnen und Martin würde in die Vollzeitarbeit einsteigen. Uns war klar, dass sich in Zukunft einiges ändern würde. Unsere letzten gemeinsamen Tage in Hanoi waren außergewöhnlich schön, auch wenn wir nur noch etwas Alkohol tranken. Wir erkundeten die Stadt und die Umgebung sehr ausgiebig. Martin verabschiedete sich eine Woche früher, weil er noch ein paar geschäftliche Dinge in Zentralasien zu erledigen hatte. Als ich auf mich allein gestellt war, kam es zu dem zweiten Höhepunkt des Trips im Trip und ich vergaß die guten Vorsätze. Das sollte auch den ganzen restlichen Sommer beeinflussen, von dem nicht mehr viel übrig war. Ich fand durch Zufall bei einem Spaziergang eine Apotheke, versteckt in einer Seitengasse. Nach mindestens 5 Tagen Abstinenz von Pillen trieb mich etwas in die Apotheke. Das war für mich in diesem Moment nicht nur mein polytoxes Verhalten, sondern die Vorstellung, meine Freunde und Bekannte mit demselben Gefühl helfen zu können. Diese Freiheit, die ich die letzten Wochen genossen hatte, die Erfahrungen und die Eindrücke veränderten mich auf eine positive Weise. Ich wurde selbstsicherer und fand für mich etwas heraus, das ich in früheren Reisen nie bemerkt hatte. Die Welt ist voller einzigartiger Erfahrungen und sie kennenzulernen in ihren Details lohnt sich. Der Lohn ist die Erweiterung des eigenen Horizonts. Für mich war das nicht nur eine Floskel und ich kann aus heutiger Sicht sagen, dass diese Reise mein kulturanthropologisches Interesse vollends geweckt hat, was mich bis heute sowohl privat als auch beruflich stark vereinnahmt. Ich betrat die Apotheke und merkte die lockeren Umgangsformen. Ich musste auf die Schächtelchen zeigen und die nette Apothekerin fragte mich mit ihren Fingern, wie viel ich denn haben wolle. Ich kaufte größere Mengen Alprazolam, Tramadol und etwas Diazepam. Der Preis war kaum nennenswert. Ach ja, Viagra war auch dabei. Die letzten Tage waren sehr schön. Ich nahm nur etwas Tramadol und verbrachte die Zeit mit einer Freundin, welche ich neu kennengelernt hatte. Wir versuchten vor allem Galerien und Ausstellungen. Ich konnte mich unter der Wirkung der Droge ganz anders auf die Kunst einlassen. Es eröffnete mir Pforten zu Gedankengängen und Assoziationen, die ich bis heute spannend finde. Ich stellte naive Fragen, die sich als eben nicht naiv herausstellten. Bis heute hat sich daraus eine internationale Freundschaft entwickelt. Heute weiß ich, dass diese Lockerheit und Offenheit sich nicht aus den Drogen entwickelt hat, sondern aus mir selbst kam. Ich komme aber nicht drum herum, dass vor allem die Benzodiazepine dabei geholfen haben, meine Komfortzone in Abkürzungen immer wieder zu verlassen. Auf dem Rückflug schoss ich mich total ab. Ich hatte nicht nur einige Blister in meinem Rucksack und machte mir Gedanken, ob der Zoll etwas sagen würde. Der Gedanke der Unsicherheit verwandelte sich in einen Gedanken der Zuversicht. Ich entspannte im Flugzeug und unterhielt mich viel mit den FlugbegleiterInnen. Es war alles kein Problem und wir verbrachten die letzten Sommerwochen noch einige Male mit dem Missbrauch der Substanzen. Meine Freunde fanden die Erfahrungen genial und auch ich fand es sehr gut. Es war aber stumpfer und gezwungener in der Heimat dieselben Sachen zu nehmen. Es diente einem Selbstzweck, sich zu berauschen und mir wurde immer mehr klar, dass jede weitere Erfahrung eben nur genau diesem Selbstzweck dienen würde. Ich empfand am Ende des Sommers kein Verlangen mehr nach diesen Erfahrungen und konnte die Reste noch losbekommen. Es waren eigentlich keine Erfahrungen mehr, es war eine Wiederholung der Wiederholung. Langweilig. Noch nie hatte ich so genau verstanden, was es mit Set und Setting auf sich hat. Tatsächlich ist es aber keine Floskel davon zu reden, dass ein Recreational Use von Drogen hauptsächlich von Set und Setting abhängt. Das Ballern um des Ballerns willen ist nur eine Flucht aus dem Alltag in einen unbewegten Zustand der Wiederholung. Zu einem gewissen Punkt wird diese Wiederholung der neue Alltag, der genauso langweilt. Das wurde mir klar. Der größte Fehler ist, in seiner Wohnung zu sitzen, ohne jegliche Interessen oder Hobbys und sich jeden Monat erneut mit etwas abzuschießen, in der Hoffnung, in dem Konsum eine Lösung für eine Fragestellung zu bekommen, die noch erforscht werden muss. Ja. Sehr guter Bericht, auch wieder ein etwas längerer Bericht, finde ich echt schön. Auch vor allem, dass die Person mir den Bericht jetzt geschickt hat. Ja, derjenige meinte noch in der E-Mail, ob ich mir den noch nicht nochmal durchlesen kann und was ich so davon halte. Also ich habe mir den jetzt vorher nicht nochmal durchgelesen, weil ich mache das ja generell immer so, dass ich den Bericht direkt aufnehme beim Vorlesen. Ja, ich meine, ich spreche jetzt seit 20 Minuten und ja, das wäre einfach
ja, unnötige Zeit dann. Und ich habe die ersten Absätze gelesen, da war mir schon klar, ja, das ist ein guter Bericht. Also ich habe wesentlich schlechtere Berichte hier schon vertont und der ist eher im oberen Mittelfeld. Also ein ziemlich guter Bericht, muss ich schon sagen. Ja, und so eine Reise, so ein Trip im Trip, keine schlechte Idee. Ich glaube, das machen viele so, weil halt vor allem in Asien sind solche, sage ich mal, Drogen ja auch recht günstig zu haben. Und das bietet sich ja dann auch an. Also ich habe auch schon öfter gehört von Leuten, die dann in Vietnam oder so das erste Mal Pilze nehmen. Und Kratom ist da ja auch sehr verbreitet. Also, ja. Interessante Sache. Großartig was dazu zu sagen habe ich jetzt nicht, weil das war ja schon ein recht langer Bericht. Und er hat ja auch alles recht gut erklärt, würde ich mal behaupten. Ja, Leute, schickt mir eure Tripberichte. tripberichte@tripberichte.de. Dann vertone ich auch eure Tripberichte, wenn euch das gefallen hat. Und ich sage auch nicht euren Namen. Also er heißt doch nicht in Wirklichkeit Joachim, aber er meinte halt, ich kann ihn als Joachim vorstellen, weil von anonym hört sich immer blöd an. Also schickt mir einfach euren Bericht und sagt hier, nenn mich, keine Ahnung, Fred oder so. Und ja, dann kommt er dann auch hier auf diesen Kanal. Ansonsten abonniert den Kanal, lasst einen Kommentar da, gebt dem Video ein Like oder Dislike, wenn es euch nicht gefällt. Ich wünsche euch allen schönen Tag, schönen Abend, schöne Zeit. Bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.